Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wundert euch nicht, ich höre mich wahrscheinlich ein bisschen krank an, weil ich über Nacht krank geworden bin. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, weil die Duril-Uber-Drop-Chance hat sich erhöht. Und deswegen wollte ich auch mal einmal hingehen, um das einmal. Gut, ich werde jetzt bestimmt mit einmal Duril nicht direkt eine Uber-Unit bekommen. Aber es wurde getwittert von Adam Fletcher, dass die Uber-Unit-Chance sich verdoppelt hat. Das heißt, von den vorher ungefähr 2% Drop-Chance sind wir jetzt bei ungefähr 4%. Das Ganze natürlich nicht nur in der Season, sondern auch im Eternal. Das heißt, egal ob ihr jetzt Season oder Eternal spielt, ist die Drop-Chance erhöht, je nachdem, wo ihr noch Uber-Units braucht. Das heißt, jetzt ist auf jeden Fall nochmal ein richtig guter Zeitpunkt, sich ein Uber-Unit zu holen. Das Ganze läuft bis zum 8. Januar, also noch gut über 2 Wochen. Also bis nächstes Jahr, bis zum 8. Januar. Und ihr wisst ja, wenn die Season vorbei ist am 23. Januar, wird ja eh alles, was auf dem Season Character ist, bedeutet auch die ganzen Uber-Unix auf den Eternal Charakter rübergezogen. Das heißt, es ist auch relativ egal, ob ihr jetzt die Uber-Unix noch auf dem Eternal Charakter holt oder eben auf dem Season Character. Da macht ihr am besten einfach das, wo ihr noch Uber-Unix braucht. Ihr wisst ja, die haben verschiedene Drop-Raten. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann checkt einfach mal meine anderen Videos aus. Ich habe ja schon unfassbar viele Videos zu den Uber-Unix gemacht. Solo ist Duril auch gar nicht so schwer. Wenn ich hier ein bisschen Glück hätte und mal überwältigen würde, zack, wäre auch tot. Auf jeden Fall droppt ein Unique. Mal gucken, welches. Eins, okay. Kein Glück gehabt. Das wäre jetzt aber auch geil fürs Video gewesen, wenn direkt ein Uber-Unique fällt. Außerdem könnt ihr natürlich bei Duril immer noch 925er Items farmen. Das würde ich auch nicht unterschätzen, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass das auch mit Season 3 geändert wird, weil es ja vor ungefähr 2, 3 Wochen, hatte ich schon mal darüber berichtet, Stimmen dazu gab, dass es doof ist, dass die 925er Items so einfach bei Duriel zu bekommen sind, beziehungsweise Duriel die einzige Quelle ist, wo es 925er Items gibt. Also entweder gibt es noch andere Quellen oder das bei Duriel wird angepasst. Auch könnte es sein, dass wir neue Uber-Unix bekommen für diese Season und auch, dass die Uber-Unix-Chance dort angepasst wird. Das heißt, wenn ihr für den Eternal oder für euren jetzigen Season-Charakter noch Uber-Unix sammeln wollt, dann macht das auf jeden Fall jetzt, weil jetzt ist die beste Chance, um die zu sammeln. Wenn ihr noch Tipps braucht, wie ihr am besten die Scherben sammelt und die Eier sammelt, dann checkt auch meine anderen Videos aus. Ich habe einen ultimativen Guide gemacht zur Höllenflut, wie man am besten Glut sammelt und was ihr da alles beachten müsst. Aktuell läuft ja auch noch die Midwinterpest. Da kann man ja auch immer noch sich Skins holen. Vielleicht seid ihr damit auch noch nicht fertig, da macht das auf jeden Fall auch noch fertig. Viel Zeit ist nicht mehr bis zur nächsten Season. Gut ein Monat noch ungefähr. Also haut da auf jeden Fall rein. Mehr gibt es aktuell nicht. Ich denke mal, die nächsten Tage wird es auch eher was ruhiger um Diablo. Ich hatte da ja auch eine Umfrage gemacht, ob ihr auch was anderes sehen wollt. Da wird es auch was anderes geben. Morgen zum Beispiel Path of Exile habe ich reingeschaut. Wenn ihr das nicht verpasst wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Würde mich sehr über Follow freuen. Wie immer. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.